So. Ist denn jetzt hier noch irgendwas oder ist hier nichts mehr? Das ist manchmal schwer zu sagen. Ich laufe mal kurz hier eine Runde. Weil mir hier der, Dingens angezeigt wurde, die ganze Zeit hier ein Ausrufezeichen. Ich hoffe, es ist nicht wegen Makoto, sondern einfach nur so random. Oh, was? Meine Batterie ist fast leer. Nee, aber, dafür wird es hoffentlich reichen. Ja, wir könnten jetzt mit den Leuten hier noch spielen, das will ich aber definitiv nicht. Ich will gucken, ob das vielleicht noch hier irgendwas gibt. Gespielt haben wir hier schon genug, die ganzen Spiele. Entschuldigung, oh, ich habe gerade den Hund getreten. Der Typ, der sieht aus, als ob er eine Aufgabe für uns hätte. Ernsthaft, der sieht aus, als ob er eine Aufgabe für uns hat. Vor allem, wir können ihn nicht wegrammen. Das heißt, der wartet nur darauf, dass wir eine Aufgabe für ihn haben. Okay, den können wir auch nicht wegrammen. So, der sagt uns das nur mit dem Gambling, Dan. Mehr ist hier aber nicht. Und hier ist auch nichts. Ja, es ist ein bisschen, ja, wundert mich jetzt gerade. Weil der sehr prominent da rumsteht. Und es wirkt so, als ob er tatsächlich gerne... Ne, ich will kein Koi-Koi spielen. Ich will wissen, was es mit dem Typen auf sich hat. Der sagt, er soll ihm weggehen, aber der geht hier wahrscheinlich nicht mehr. Schauen wir, was passiert. Oh Gott, ich hab... Jetzt starte ihn an. Ja, wie gesagt, hier sollte wahrscheinlich eine Aufgabe sein. Vielleicht wurde die jetzt nicht gestartet, weil ich hier eine andere Sache gemacht habe. Ich gehe mal kurz raus und schaue nochmal nach. Ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat oder nicht. Also, dass ich hier gerade eine Substory gemacht habe. Ah, schaut mal. Ich gehe jetzt hier raus. Und dadurch aktiviert sich wahrscheinlich jetzt eine Aufgabe. Hey, hey you. You're talking to me? You see anybody else? Come with us. We need to have a little chat. Where are you guys? Doesn't matter who we are, but you, on the other hand, you know a kid named Shinji Tanaka. Ah, jetzt kommt das. Oh, da ist der Typ. Sato. He told us all about you. You don't need me to spell out the rest, do you? I have no idea what you're talking about. Don't play dumb with me. You used that kid to get after our boys. What? The kid ratted you out. So quiet playing dumb and come along. This is what happens when you screw the Jinsei family. You guys caught Shinji? What did you do with him? Ha! Your concern for that little shit is really touching. And it's as good as a signed confession. You are the guy he's working for. But don't worry about the thing. You will see him real soon. So quit dragging your ass and come with us. No wonder the Jinsei family is a shit stain of a third string family. You guys don't know anything about etiquette. Huh? Huh? You want to take me somewhere? You better bow first. If you can't do that, then piss off. Why, you fucking punk? Forget it. We will beat the shit out of you here and now. Ja, good luck with that. Das schauen wir doch mal, ob ihr das wirklich tut. So, Nummer 1 ist erstmal schon down. So, ach so, ich wollte irgendwas Lustiges mit ihm machen. Hat leider nicht dafür gereicht. Naja, egal. Kriegen wir ein bisschen noch Geld. Jetzt haben wir schon fast 8 Millionen. Und wir haben die zurecht verprügelt. Who the hell is this guy? This is crazy. Where's Shinji? That punk better still be alive. Ugh. Show me where he is. But you ought to know, I'm not the guy pulling the strings. He lied to you. What?
He dragged me into this, and he's going to pay for it. Oh, I see. So that's how this went down. We're on the same page, though, man. Then take me to him now. Quit stalling. Stalling? Yes, sir. Und wir sind übrigens nicht on the same page. Didn't expect to find a kid like this mauling our boys. So, where's the guy filling this punk's head with ideas? Still can't find him. Yeah, not sure what the hold up is. Hallo, da bin ich. You did come for me. Well. So this is our mastermind, huh? Wait, where's the boys who brought you? They're taking a nap outside. You should pull out all the stops to deal with one stupid kid. What a circus. Wait a minute, I recognize this bastard. Who? Huh? It's Kiryu. The Dojima family put a bounty on him. It's the guy the Dojima family is after. Kasuma, Kiryu. What? You are shitting me. Kasuma Kiryu? Why would a working dead man invite this kind of shit? Like I would bother hunting down weaklings like you. Shinji here shoved a load of bullshit down your throat. Ha! So that's the story? Well, screw it. I don't give a shit anymore. It's our lucky day. All we gotta do is take this clown to the Dojima family, and we are in the good grace of the most powerful family in Kamurocho. Alright. Cave his face in. He is our ticket to the big leagues. Yo, man! So, ich will mal kurz gucken wegen Battle. Da sind wir ja noch nicht durch, wie gesagt. Uns fehlen da noch ein paar Gears und sowas. Ich wollte nur gucken, ob wir jetzt nochmal... Ne, im Dragonstar müssen wir niemanden mehr platt machen. Das heißt, ich würde gerne einfach zu... Genau, zu dem Stil wechseln. Okay. So, Frendo, weg mit dir, großer Mann. Ich mag den Stil tatsächlich, glaube ich, am meisten so. Bam. Und das war's. Dankeschön. Wir haben das mit dem Sofa haben wir es hingerichtet. Das Ganze. Könnt ihr euch auch mal schlafen legen jetzt hier. So, und jetzt zurück zu dir. Da ist deine Schließer kaputt gegangen. Das ist aber nicht so schön. Sieht genauso aus wie in dem Raum von dem einen Typen. Damn, you are freaking tough. So you are Kasuma Kiryu. I heard about you. The whole Dojima family out hunting for you. That's brutal, man. You are talking on the whole... Taking on the whole Dojima family by yourself. I wish I had half that kind of strength. They worked you over pretty good. Oh, Entschuldigung. Did that pound some sense into that thick skull of yours? As if. Als ob. How did they find out you were the one doing going after them? Someone in the gang rattled me out. They got scared the Yakuza would come after them if my cover get blown. So they turned me over in exchange for their safety. Ja, so viel zum Vertrauen in einer Gang, ne? When I think about it, I can see why they did it. It was an idiot for trusting them. I was an idiot for trusting them. One more question. Why would you tell these goons that I was the one ordering you to go on the Yakuza beating spree? Yeah. Because... If I didn't give them something, these guys were gonna take me out and bury me off in the mountains. I figured there was no way they could take you on.
So I gave them my description. I told them you were my boss. I had to. I thought maybe you would come save me. You just seemed like that kind of guy. What the hell? What do you think you're doing? And what have you been doing with your whole life? Huh? The guns to your heads and the first guy who comes to mind is a completely stranger you've only met once. No family, friends, or relatives you could trust to throw out there. Instead, you've been acting like some vigilant jackass trying to take out the Yakuza until they finally won. Huh. What the hell is that kind of life? Nobody ever thought me to trust. I never had anyone around to show me what to do, so I figured it was out as I went. No one taught me anything about how to live. Grow up. You can't blame this on your father or the people who failed you. You have to fight your own damn battles. I'm no exception. I'm trying my damn hardest to live. But you are so damn strong. I was just lucky. I had a mentor. I did have someone who gave me something I could aspire to be. He's a Yakuza, though, so I guess that means you're automatically hate him. He's your role model? He's Shintaro Kazama, the captain of the Dojima family. If I could be half the man he is, I would be alright, but I'm not even close to that. Shinji, the Yakuza have their eyes on you now. You can't stick around. Get out of Kamurocho. Find yourself someone you can trust. Someone to show you the ropes. Get out of Kamurocho? I can't do that. Kiryu-san, I'm not running away. What? Besides, you've got way more Yakuza on your tail than I do, don't you? I'm staying put. Have it your way. If that's how you choose to live, like I said before, I won't argue with you. Yeah, it's my decision. Promise me this, though. Cut ties with your sorry little gang, and if you're going to live in this town, I want you to figure out how to outlive me, Shinji. Hey, Kiryu-san, one last thing. What made you come save me? You're already at the top of the Dojima family's hit list. Why take that risk? Who knows? I don't know why I do half the things I do. But when I was a kid, I was alone too. If I hadn't met Kazama-san, I would probably be a lot like you are now. See you around, Shinji. Kiryu-san, I think I have found someone I can aspire to be. In fact, I hope someday I can be even better than you. Ob wir ihn wiedersehen in einem anderen, späteren Teil? No matter where you go, I'm going to be just a step behind you. You just watch. Kiryu-san. Sir. Ich hatte einen Haarmund. Und das war die Story. War das die letzte? Wir schauen mal in die Competition List. Nee, scheinbar nicht. Hä? Haben wir nicht gerade... Ach nee, Moment. Sub-Stories sind Sub-Stories. Und da haben wir tatsächlich nur noch eine. Über. Ich schaue nochmal kurz auf die Karte, ob wir hier irgendwas finden in der Nähe. Scheinbar nicht. So, wir haben jetzt aber die Substories abgeschlossen. Eigentlich wollte ich die Hauptstory starten. Werde ich wahrscheinlich aber nicht in dieser Aufnahme machen, sondern direkt dann in der nächsten auf jeden Fall. Ich werde jetzt nochmal zu unserem Geschäftchen laufen und dort nochmal unsere Akazien bewegen. So, wie es so schön heißt. Was? Mann, die waren meilenweit entfernt von mir und trotzdem renne ich direkt in ihren Kampf rein. Huch.
So, eine Runde bitte. Bum, 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 bum. So. Ich mag den Kampfstil. Ich mag den wirklich sehr, der ist cool. Dieses Rumwerfen und Sachen schleudern und so weiter. Das ist schon ganz cool. So, wie gesagt, ich laufe mal schnell zum Büro. Dort werde ich dann noch die letzten Sachen erledigen. Ich weiß nicht, wird wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen dauern, bis wir da alles wirklich auch haben. Aber immerhin sind wir da auf einem guten Weg. 5 Sachen fehlen uns noch und wir brauchen noch einen Advisor. Und ich habe keine Ahnung, wer dieser Advisor ist oder wo wir den herkriegen. Ich nehme an, es könnte sein, dass es Mr. Fukushima ist. Also Mr. Fukushima, hier Mr. Moneybags. Weiß es aber nicht. Deswegen mal schauen. Ansonsten haben wir ja hier noch die Möglichkeit, diese Goldstatue dann von uns noch hinzustellen. Aber ich hole mir erstmal, wie gesagt, das ganze Geld. Und dann mache ich hier eine neue Runde. Und danach sehen wir uns nochmal kurz wieder, bevor ich dann die Aufnahme beende. Genau. Bis gleich. So. Da fehlen uns, wie gesagt, wirklich auch noch 5 Sachen. Dann sind wir da auch fertig. Ich werde jetzt trotzdem meine Abilities nochmal steigern. Beziehungsweise einmal Geld dafür ausgeben. Wir machen einfach weiter mit dem Ultra Heat Action Power. Das heißt, unsere Heat Actions machen wesentlich mehr Schaden. Deswegen nehme ich das mal. Wir nutzen ja relativ viel davon. Und da es auch nicht so viele sind, werde ich das jetzt immer die zuerst mal steigern. Bis wir damit fertig sind. So, das war das. Wie gesagt, ich mache jetzt mal hier Folgen aus. Ich benutze nochmal die Itembox. Da gibt es nämlich noch ein paar Fischchen, die ich ablegen möchte. Und hier ist das in Ordnung, glaube ich. Und das brauchen wir auch nicht mehr. Genau. Ja, ich glaube, das ist alles. Sonst ist alles ganz gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mit den 2 Nebenquests und dem bisschen Collectibles einsammeln, was wir gemacht haben. Genau. Und beim nächsten Mal geht es dann mit der Haupthandlung weiter. Muss ich mal schauen, wie weit es noch geht. Nach Sutton Body müssen wir halt auch nochmal, wegen dem Kolosseum. Also nicht Kiryu, sondern Majima wegen dem Kolosseum und wegen dem Fischfang, den von den 2 letzten Fischen dort. Ja, ich freue mich auf das nächste Mal und ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal, wie gesagt, hier bei mir auf dem Kanal, bei Mugmasmo mit mir, dem JMO. Bye, bye und bis dann.